Hallo erstmal. Ich bin fast fertig mit dem Sammeln meiner Hobel. Wie ihr hier seht, eine Stiege nagelneuer Hobel. Jetzt muss ich nur noch lernen, wie ich die Dinger einstelle und vor allem, wie ich sie schärfe. Also den hier, den kennt ihr ja schon. Das ist der aufgearbeitete, den ja der Uwe Salzmann aufgearbeitet hat. Der ist mittlerweile auch nicht mehr scharf, aber er funktioniert. So, dann haben wir den kleinen, den Blockhobel, glaube ich, heißt der. Prima für kleinere Arbeiten und wirklich filigrane Arbeiten. Das Ding ist ein Flachwinkelhobel, nimmt gut was ab und macht Spaß. Dann haben wir hier absolutes Beauty, ein Stanley 62. Sollte ein 62er sein. Ich glaube, das war ein 62er. Als solches habe ich ihn bestellt. Flachwinkelhobel. Out of the box. Hervorragend scharf. Hervorragend eingestellt. Überhaupt keine Probleme mit dem guten Gerät. Hier oben lässt sich auch das Maul verstellen. Einfach hier losschrauben. An dem Ding einstellen. Und fertig. Ja. Absolut genial damit zu arbeiten. Super Ding. Das nimmt Span ab. Dünner als ein Papier. Kannst du so durchgucken. Hoppala. Dann haben wir hier ein Stanley Nummer 4. Handyman heißen die, glaube ich, jetzt. Und jetzt passt mal auf. Seht ihr das? Kann man hören, ne? Plastik. Stanley, Plastik. Naja, der Hobel an sich ist ja okay. Er hat alle Einstellungen, die man braucht. Paar neue Griffe bauen. Ich brauche noch einen, der mir hier oben die Griffe dreht. Die kann ich habe keine Drehmaschine, aber die Dinger kriege ich wohl hin. Schauen wir mal. So, weil der Vierer nicht immer für alles da ist, was man so brauchen kann, habe ich hier noch den Fünfer. Und siehe da, Plastik. Wie gesagt, oben brauche ich jemanden, der drehen kann. Den kriege ich wahrscheinlich selber hin. Ja, Stanley Nummer 5. Hobelsohlen und so habe ich auch gecheckt, bei allen, absolut flach, absolut super, nur scharf sind sie nicht mehr. Und, den Nummer 7er, also die Raubank von Stanley, auch super Hobel, aber Plastik. Ja, das ist dann, hat ganz schön Gewicht das Ding, ne? Okay, das ist denn das, was Stanley sich an Geld einspart. Wobei, muss ich auch sagen, das war der teuerste. Für all die anderen habe ich ein relativ gutes Angebot gekriegt. Bin ich sehr glücklich. Habe ordentlich Prozente gekriegt. Danke, danke, danke. Aber man sieht, wo eingespart wird, ne? Am Griff. Ja. Das sind jetzt so erstmal die Hobel, die ich habe. Und weil ich gerade bei einem Projekt bin, ich weiß gar nicht, also ein Projekt, wo es kein Video zu geben wird, definitiv nicht, habe ich nämlich nichts gemacht. Erstmal fertig werden, erstmal irgendwas herstellen, ne? Ja, weil ich da gerade dabei bin und ein bisschen was hobeln musste, was ich sonst nicht hobel. Mal gucken. Fehlt mir natürlich noch eins der wichtigsten Sachen, der Grundhobel. Und naja, sieht hier schon ganz gut aus. Ne? Ich habe die erstmal ungehobelt gelassen. Erstmal Form und Funktion. Und dann kann man immer noch glatt machen. ja, weil ich keinen Grundhobel habe, habe ich mich erinnert an Paul Seller, der englische Holzwerker mit über 40 Jahren Berufserfahrung. Das ist einfach, ne? Das ist sehr einfach. Das ist der sogenannte Poor Man's Router. Also der arme Leute Grundhobel. Es hat funktioniert. Also ich habe mir ungefähr den Winkel genommen, den auch ein Hobel hat. Habe dort ein Loch eingebohrt. Ich glaube 12 mm. Und hier die Weite von dem Ding ist 14 mm. Und dann habe ich einfach von oben in das Loch
den Stechbeitel eingeschlagen und jetzt kann ich mit dem umdrehen und hier vorne drauf hauen, ein bisschen anpassen, vorne drauf hauen, kann ich ihn nach unten oder von oben drauf hauen, kann ich, ja, ich habe gerade nach unten gesagt, ne? Also kann ich ihn rausnehmen, damit ich flacher werde und von hier aus wieder reinhauen, damit ich dann wieder tiefer werde. Und somit mit einem einfachen Stück Brett und sowieso einen Stechbeitel, den man rumliegen hat, kann man sich erstmal behelfen, wenn man noch keinen Grundhobel hat. Das ist so mein Problem. Ich habe noch keinen und da werden wir noch lange suchen müssen, weil die Preise, die zum Beispiel in der Bucht aufgerufen werden, hier Leute, das einem Hobelmesser, Holzstück, durch Würmer zerfressen und so, 70 bis 100 Euro, da, also, was ich suche, ist ein Stanley Grundhobel mit oder aus Metall. Und jetzt ist mir das auch wieder egal, ob ihr da Plastik dran habt oder Holz. Wird sowieso selber gebaut. Egal. Ja, ich werde mich dann dran setzen, werde heute mal weitermachen hier mit meiner kleinen Bank. Es wird einfach eine Sägebank, was ganz Simples. Muss ich mal gucken. Und es hat zufälligerweise die Höhe, dass ich mich hier vernünftig hinsetzen kann. Das heißt, wenn ich tatsächlich mal kleinere, feinere Arbeiten habe, dann sitze ich in einer vernünftigen Höhe zu meiner kleinen Werkbank. Und das, die Werkbank, das wird noch ein Projekt. Oh weia. Da brauche ich wirklich eine vernünftige. Aber das kommt später. In diesem Sinne, ich wünsche euch was.